Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Ja, in diesem Part wollten wir mal die Truhen hier holen und wir haben schon einen Ausrüstungsgegenstand bekommen für Edelgost. Einen Kettenrock der Dunedain. Endlich mal ein bisschen bessere Ausrüstung und wir haben noch mit Berethor ein Level Up. Hier haben wir ein bisschen Geist. So. Hier ist aber schon ein Kampf bei der Truhe hier. Nein, Berethor Beinchen des Hauptmanns. Okay. So. Dann sind wir jetzt hier, glaube ich, soweit fertig. Kommt man hier runter? Nee, nee. Nee. Na, komm, geh weg. Dann können wir jetzt zur Blockade laufen. Aber erstmal kommt... Nee, der Kampf kommt nicht. Wir können noch nicht zur Blockade. Wo müssen wir dann jetzt noch hin? Na, weg. Hier ist noch ein Punkt. Nee, doch, hier ist die Blockade, oder? Ja, doch, hier ist die Blockade, genau. Es sind zu viele. Hinter dem Pferd. Ein Gefangener. Er lebt noch. Ja, Uruks-Kloppen. Ich glaube, die kommen hier immer wieder neu, ne? Wir können, na, Hettert. Nee. Wird doch mal ohne gehen. Aber seht, was sie für Damage macht. Genau, hier kommen immer wieder welche nach. Ich glaube dreimal. Oder bis zu dreimal. Bam. So, kommt schon der nächste. So, ja, dass wir halt nicht durch Sturmlauf betäubt werden können. Das schon mal ganz angebracht. Ja, der macht einfach zu wenig Schaden. Ja, tiefe Wunden. Ist schön. Ah. Genau wegen dieser Attacke werden wir schon mal nicht betäubt. Bam. Der nächste weg. Ja, ich glaube, drei Leute insgesamt kommen da. Bin mir da jetzt aber nicht so sicher zu 100%. Ja, wir müssen jetzt auch mal so langsam Elegost mal holen. So. Denn wir könnten mal ein bisschen was machen. Ein bisschen mal mit ihm angreifen. Um mal ein paar Punkte zu sichern. Ja, okay. Daneben, schade. Kann aber vorkommen. So, falls da nämlich nochmal einer kommt, der dann Elegos ans Bein pinkeln möchte. Kann er dann nämlich jetzt abschminken, dass sie ihn auch noch betäubt und da kommt schon keiner mehr. So. Weg. Ja, ja, komm, lass gut sein. Bam. Und das war's schon. Also... nicht wirklich schwer gewesen, der Kampf. Gibt dafür aber echt gut EP. Ja, Elegos nicht. Berethor, okay. Berethor hat ja schon ein paar Level up gehabt. Ihr verfügt über wundersame Kräfte, Herren. Lange Zeit hat euch mein Volk unbemerkt verteidigt. Ich danke euch, denn ich wurde von meinen Gefährten getrennt. Niemals hätte ich die Nacht überlebt.
begleitet uns. Wir werden euch helfen, eure Gefährten wiederzufinden. Hier trennen sich unsere Wege. Doch wir werden uns wiedersehen, bevor ihr dieses Land verlasst. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und er wird sich eures Vertrauens würdig erweisen. Und wir stolpern durch Feindesland, zu Fuß und auf uns allein gestellt. Das ist ja ein fabelhaftes Abenteuer, in das er uns da führt. Ja, Ostenden vorbei und jetzt sind wir in Rohan. Ja, super. Also man Was treiben ein Elb, ein Mensch und ein Zwerg hier in der Riddermark? Sprecht rasch. Wir sind Freunde Rohans. Wir sind auf der Suche nach einigen Kameraden. Mit Randir verlangt, dass ihr eure Männer sammelt und östlich von Helms Klamm auf ihn wartet. Gandalf war lange Zeit unser treuer Berater. Wir werden eiligst Freiwillige zu den Waffen rufen. Was ist mit euch? Ich soll euch bei der Aushebung der Truppen helfen. Habt ihr eine Karte dieses Landes? Sucht nach euren Freunden, doch macht euch keine Hoffnung. Die ist verloren in diesen Landen. Ja, schön aus dem Film geklaut. Wenn Eomer was sagt. Und eine epische Szene. Ich muss Eomers Männer sammeln. Und du kannst mir dabei helfen. Unsere Hoffnungen ruhen auf dir. Suche in ganz Rohan, denn ihr Vermächtnis ist verstreut und ihre Kampfkraft geschwächt. Ich werde einstweilen nach Edoras reiten, um den König zu befreien. Die Elben bereiten die Iren auf den nahenden Krieg vor. Der Krieg zieht herauf. Und obgleich ich versuche, Theoden eines Besseren zu belehren, ahne ich, dass er sich nach Helms Klamm zurückziehen wird. Bald wird Sarumans Macht vergehen. Dann bist du frei. Für immer. Klingt gut. Klingt gut, aber obwohl ich, glaube ich, nie wirklich gerafft habe, warum wir unter Sarumans Fluch stehen, aber ich glaube, das wird sogar nochmal erklärt. Bin mir da gerade zwar nicht so sicher, aber ich glaube, das wird nochmal erklärt. Wie schaut es denn hier aus? Ja, okay, das machen wir eh nicht. Dann kann er ruhig bei Badins Macht bleiben. Oh, nur einmal. So, ja. Ah, super. Haben wir bald Schlafsalbe. Elbenangebung. Oh, 740 AP. Junge. Ja, das ist ja. Ist jetzt nicht so, was wir unbedingt so oft machen. So. Jetzt auf wieder einen Schattenmodus frei. Zack. So. Und den mache ich jetzt wieder offscreen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, es gab nur 3 Elbensteine. Da muss ich erstmal gucken, was wir noch haben. Hier Waffenschutz, das gab's. Dann, ne, Rüstungsklasse nicht. Was gab's denn noch? Das Wasserschutz ist, glaube ich. Ne, der Durchbohrung und der Abwehrung. Hier diese polierten Dinger. Die gab's da. Ja, Durchbohrung brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ach, Schutz vor Durchbohrung. Kriegst du den mal noch? Einen kannst du noch kriegen. Die AP geringfügig, ja, Wollo. Kriegst du den noch? Was haben wir mit ihm? Halt hier Rüstungsklasse. Hä? Oh, hab ich gerade bestimmt. Ne, weil er den schon hat. Der ist arm, man kann keine Doppelten anlegen. Stumpfen Waffen. Der Abwehr. Nochmal Durchbohrung. Schattenschutz. Kriegt er den? Ist er noch Gesundheit? Kriegt er den auch noch? Haben wir so viele voll deswegen?
ja, des Waffenschutzes noch rein. Und dann fehlt nur noch Hattert. Kannst du noch ein bisschen mehr HP kriegen, AP kriegen. Ja. So. Sollte das mal reichen. Und ja, jetzt, wie gesagt, wir sind ja jetzt in Rohan angekommen. Das heißt für uns, wir müssen jetzt auch Eomers Schar zusammentreiben. Aber erstmal diese kreischende Frau retten. So. Schön ausgewichen. Holen wir mal Hattert. Hattert kann diesen Hauptmann hier mal. Hui, der lebt sogar noch. Schau mal einer an. Fluch der Orks. Der lebt immer noch. Junge, Junge, Junge. Und Heliost. Wow. Zack. Könnte ich mir schon denken, dass der jetzt doch endlich mal tot sein müsste. Und da haut auch ein Crit raus. Ui, ja. Na, die machen gut Schaden, die Dinger. Würde man nicht unbedingt verachten. So. Beretor, du gehst mal raus. Idria hat ja nämlich noch nichts gemacht. Idria kann nämlich mal heilen. Machen wir den da. Bäm. Oh, schon. Uiuiuiuiuiuiui. Nicht zu verachten sein Damage. Nicht zu verachten. Bäm. Aber Hattert's Damage erst recht nicht zu verachten. Er macht immer noch mit am meisten Schaden. Der gute Heddy. So. Beretor, Langschwerter Hörem. Ich verdanke euch mein Leben. Rettet nun den Krieger, der immer noch in unserem Dorf kämpft. Neuer Tagebucheintrag und eine epische Szene. Saruman hat seine Macht benutzt, um die Rohirrim in einen Krieg zu treiben, den sie nicht gewinnen können. Doch das kümmert ihn nicht, denn nur so kann er verhindern, dass Rohan dem bedrängten Gondor zu Hilfe eilt. Ein Dorf nach dem anderen geht in Flammen auf. Die Reiter werden versprengt und ihr Wille schwindet. Während die Menschen nach Süden in Richtung Edoras fliehen, rücken Sarumans Horden unaufhaltsam vor. Ach, naja. Auch die werden wir schon nochmal vernichten. So, ist das jetzt mittlerweile besser? 40 Schaden. Stärke geht hoch, Geist geht hoch, Temp geht hoch, alles geht hoch, außer Konst geht ein bisschen, ja, Konst geht ein bisschen runter. Aber... Ah, okay, es ist nur ein Schadenspunkt, ne? Das haben wir hier. Dreimal Schaden pro Level. Ja, nehmen wir das Langschwert Rohirrims mal rein. Haben wir natürlich jetzt keine blutenden Wunden mehr. Aber das ist ja nicht so wild, nicht so tragisch. So. Ja, wir sollen natürlich einen Krieger retten und wer 1 und 1 zusammenzählen kann, weiß wahrscheinlich, was es mit dem Krieger auf sich hat. So, erstmal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo jetzt hier die ganzen Truhen waren. Schnell, wir müssen diesem Krieger helfen. Kriegerin, bitte. Ja, das ist Morwen. Wie ihr seht, ist sie schon in der Gruppe drinne. Also könnt ihr euch sicherlich schon denken, was das heißt. Wir bekommen sie in unsere Gruppe rein. Morwen ist aber so ein Charakter, den ich nicht zu 100% mag. Liegt einfach daran,
sie... Ach, ja. Sie, ja, wie soll ich sagen, hält sehr, sehr wenig aus. Vom Damage her teilt sie gut aus, eigentlich. Aber sie hält halt verdammt wenig aus. Das ist so das, was mich immer extrem stört. Ja. Morphen kann ich mich nicht wechseln, wie ihr seht. Aber ist ja nicht so wild. Wie Gegenangriff. Arsch. So, Elegos, komm mal weg. Ich hab's gesehen. Ich hab's schon so sehen können, dass wir nicht treffen. Und dieser Kampf ist echt alles andere als echt schön. Aber ja, was soll man machen? Halt nicht eher. Ja, wenn Birito halt mal nichts bekommt, falls er jetzt sterben sollte, dann ist das so. Oh, er lebt noch. So. Vielleicht kann er dann Birito den den letzten Schlag ausführen. Bam. Dann kriegt er wenigstens etwas. Kriegt er wenigstens etwas AP. FP. Und die ganzen Abkürzungen. EP, AP, FP, GP. Und er kommt Level up. Naja, ist doch schön. So. Ja, lecker. Ich kann sie nur einmal erschlagen. Ist das euer Dorf? Das war's. Die meisten sind tot. Viele meiner Freunde und Verwandten sind geflohen. Aber wohin? Ich weiß es nicht. Vielleicht zur Furt und von dort nach Süden, nach Edoras. Das ist auch unser Ziel. Dann nehmt mich mit. Ich muss sie finden. Und warum sollten wir euch mitnehmen? Zorn. Zerstörung. Wertloser Tant. Das ist alles, was mir geblieben ist. Und eine epische Szene, wetten? Jawollo. Hier an der Grenze bestellen die Menschen das Land und gehen auf die Jagd. Kein einfaches Leben. In Zeiten der Not reiten alle waffenfähigen Männer in die Schlacht. So auch die Brüder der Frau, der du geholfen hast. Arm an materiellem Besitz zogen ihre Eltern durch das Land, um Handel zu treiben. Bis sie plötzlich spurlos verschwanden. Deshalb reist sie nun nach Süden, um ihre Eltern zu suchen. Hilf ihr, denn dein Schicksal ist mit dem ihren verbunden. Ist das nicht immer so? Ja, wie gesagt, Morphen, haben wir Powerpunkte verteilen. Hoppala. Also Geschick ist sie echt übel gut, trifft auch dadurch sehr schnell. Aber an sich mag ich diese gute Frau wirklich nicht unbedingt. So. Was haben wir jetzt noch? Kriegst du eine Rüstungsklasse. Der Gesundheit. Des Handels. Und ja, kriegst du noch der Abwehr. So, wie sieht es bei ihr mit Fähigkeiten aus? Zorn der Maid, Gesundheit. Also Diebesfähigkeiten habe ich nie benutzt bei ihr, glaube ich. Also das ist. Weiß ich. Habe ich einfach nie benutzt. So. Erdrutsch, bla bla bla. Ja, Problem ist, wir müssen eigentlich jetzt so gut wie jeden heilen. Wenigstens, wow, ging ja mal komplett voll. So, wenigstens um etwas. So, laufen wir schon mal gleich mal hier hin. Halt, ich wollte, glaube ich, irgendwo. Okay, wir laufen eh, müssen eh da hinlaufen.
Eure Reiter sammeln sich bei Helms Klamm. Eomer wird dort zu euch stoßen. So, noch eine epische Szene, genau das müssen wir nämlich machen, die Reiter sammeln. Mir bleibt nicht viel Zeit. Große Ereignisse wurden in Gang gesetzt. Ich breche nun auf, um Eomer in die Schlacht zu schicken. Grima flieht voller Zorn nach Isengard. Saruman weiß seine Wut und seinen Verrat zu nutzen. Er schickt seine besten Reiter aus, um die Flüchtlinge aufzureiben. Ihr Anführer ist Charku. Ein Diener, dessen Geist er schon lange beherrscht. Andere reiten vor dir, Gondorianer. Charkus Warghorden lauern in den Hügeln. Sei auf der Hut. Ja, alles kein Problem. Mach dir nicht gleich ins Hemd. Und hier mache ich erstmal Schicht im Schacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seid im nächsten Part von Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, wieder dabei. Bis dahin, macht's gut.